Hallo ihr Lieben, hier ist Steffen von Loving New York. Ich melde mich bei dir mit dem letzten Video des Jahres. Es ist jetzt gerade kurz nach Weihnachten und ich habe die letzten Tage mal so ein bisschen genutzt, um zu überlegen, was war eigentlich in 2019 so richtig cool an New York? Wir hatten das Glück, dass wir dieses Jahr sogar viermal da gewesen sind. Wir waren im Winter dort gewesen, wir waren zweimal im Sommer da gewesen und wir hatten noch einen fantastischen Herbst. Und ich habe es überlegt, was sind wirklich meine coolsten, schönsten Spots, die mir dieses Jahr sozusagen New York geboten hat. Und welche 10 es sind, möchte ich dir jetzt verraten. Viel Spaß, ja, in unserem letzten Video des Jahres 2019. Auf Platz 1 meiner besten Liste ist eine Rooftop-Bar. Und zwar Gallo Green. Gallo Green, das ist eine Rooftop-Bar, Höhe 27. Straße, ganz in der Nähe von der Highline. Und das war wirklich unser, ein richtig, richtig schöner Moment, als wir dann auf der Highline entlang spaziert sind und dann nach einem schönen Platz gesucht haben, wo wir einen Sonnenuntergang genießen können, auf die neuen Hudson Yards gucken mit The Edge Aussichtsplattform. Das haben wir in Gallo Green gefunden. Ich habe dazu auch ein extra Video gemacht, dass du da dir einen Eindruck verschaffen kannst. Also wenn du eine entspannte Rooftop-Bar suchst, solltest du auf jeden Fall dir die Gallo Green Rooftop-Bar, ja, in der Nähe von der Highline ansehen. Ein echtes Insider-Highlight ist auf Platz 2 und das war wirklich ein Gänsehaut-Moment, als wir dort gewesen sind. Wovon rede ich? Ich rede von Willy Wall. Willy Wall ist das schwimmende Yachtclub vom Manhattan Boat Club. Und klingt so total teuer und überkandidelt, ist es überhaupt gar nicht. Die Tickets kosten, glaube ich, $29. Und was ist das? Das ist, wie gesagt, ein kleines Gebäude, was neben Ellis Island schwimmt. Ihr werdet dort mit einem Boot rübergeschuttelt. Wir hatten ein kleines Boot. Es hat sich super VIP-mäßig angefühlt. Und wie gesagt, waren keine VIP-Tickets. Ganz, ganz schön. Ihr seid an diesem Spot wirklich nur unter Locals. Und ihr habt von dort einen grandiosen Blick auf die Skyline von New York. Ihr seht den Hafen, ihr seht die Freiheitsstatue. Ellis Island ist direkt neben euch. Und ihr könnt wirklich aus dieser Perspektive den kompletten Hudson River hochschauen. Super geil. Also ein echtes Highlight, das kann ich dir nur ans Herz legen. Von Mai bis Oktober könnt ihr dorthin gehen, das heißt, ihr müsst euch jetzt noch ein bisschen gedulden. Auch dazu habe ich ein Video. Wie bei allen, schaut einfach in die Beschreibung unten drunter. Ich habe es auf jeden Fall verlinkt. Ganz, ganz toll. Was ist auf Platz 3 bei mir? Das ist eine Segeltour gewesen. Also ich liebe ja Wasser. Und wenn ihr unseren Blog Loving New York schon eine Weile verfolgt, werdet ihr sehen, dass ich euch wirklich regelmäßig schreibe, Mensch, ihr müsst eine Bootstour machen, ihr müsst eine Bootstour machen, ihr müsst eine Bootstour machen. Es gibt kostenlose, es gibt kostenpflichtige und es gibt auch Segeltouren. Und das haben wir dieses Jahr gemacht. Und Leute, das war richtig schön. Wir sind gestartet an den Chelsea Piers. Wir waren da, ich glaube, mit 12, 13 Leuten drauf. Super cozy, super entspannt. Ihr könnt was Tolles dazu trinken. Ihr segelt runter bis zur Freiheitsstatue. Haltet dort ganz kurz, dreht um und fahrt halt wieder zurück. Es war eine 2-Stunden-Tour. Es sind super nette Leute kennengelernt auf dem Schiff. Eine sehr, sehr entspannte Tour. Und ihr kommt dann, wir haben die Tour ausgewählt, die in den Sonnenuntergang segelt. Und ihr kommt dann im Dunkeln wieder am Pier an. Also solltet ihr euch auf jeden Fall auf die Liste nehmen, wenn ihr eine richtig, richtig coole Tour sucht. Das war eine Segeltour von Pier 62. Und natürlich, ihr kennt es, es ist verlinkt. Platz 4 auf meiner besten Liste vom Jahr 2019 ist die Highline. Ich liebe die Highline. Es ist, viele von euch werden die schon kennen. Die Highline ist halt die Hochbahntrasse, die den neuesten Stadtteil von New York, die Hudson Yards mit dem ältesten Stadtteil von New York, dem Meatpacking District, verbindet. Und ihr habt ganz tolle Blickachsen auf die Stadt, sowohl Richtung Hudson River seitig runter, aber auch, ihr guckt ab und zu das Empire State Building durch. Ihr habt tolle kleine Weinbars und Galerien entlang der Highline und Gallo Green zum Beispiel. Also ein ganz toller Spot, den ihr auf jeden Fall euch mal anschauen solltet. Was ist noch in meinen Highlights dabei vom Jahr 2019, der Brooklyn Bridge Park? Ja, der ist garantiert kein Insider-Spot, das macht aber gar nichts, finde ich. Das ist ein wunderschöner Ort. Ihr könnt dort entspannt auf dem Grün sitzen oder als wir im Januar da waren, bei Eis und Schnee durch den Brooklyn Bridge Park laufen. Ihr seht auf die Skyline von Lower Manhattan. Ihr habt einen tollen Blick auf die Brooklyn Bridge.
auf die Manhattan Bridge, die daneben ist. Das ist ganz, ein ganz, ganz entspannter Ort. Auch da gibt es ganz viele tolle kleine Cafés. Da empfehle ich euch die Brooklyn Roasting Company. Die ist sozusagen am nördlichen Ende vom Brooklyn Bridge Park. Da haben wir uns dann noch einen Kaffee geholt und sind dann durch den Brooklyn Bridge Park spaziert. Das ist ganz, ganz schön. Dort könnt ihr ganz viel machen im Brooklyn Bridge Park. Ich habe ein Video dazu verlinkt, wo wir unsere 8 tollsten Spots verlinken oder euch zeigen in einem Video, was uns am Brooklyn Bridge Park ganz besonders gefällt. Und das ist auch ein Grund mehr, warum er auf meiner besten Liste ist. Auf Platz 6 ist ein Food Market. Auch das wisst ihr, wenn ihr unserem Kanal schon eine Weile folgt oder bei unserem Newsletter mit dabei seid. Wenn ihr noch nicht dabei seid, unbedingt subscriben. Es gibt ganz, ganz tolle News, die direkt aus New York kommen. Wir berichten ja live aus New York. Wir haben ein Team von 3 Leuten in New York sitzen, sind sozusagen immer am Puls der Zeit. Und wenn ihr im Newsletter seid, erfahrt ihr immer als erstes, was gerade so abgeht. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr dort seid, zu einem der Food Markets gehen. Und welcher ist wirklich richtig schön? Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen dieses Jahr zwischen dem neuen Mercado Little Spain an den Hudson Yards und dem, der jetzt auf der besten Liste ist, dem Time Out Food Market. Der Time Out Food Market, was macht ihn so besonders? Ist halt ein Food Market, ist super stylisch. Und von dort habt ihr einen Blick von der kleinen Rooftop-Terrasse, die sie oben haben, auf den Brooklyn Bridge Park. Das heißt, es ist so wie eine Mini-Aussichtsplattform und sogar kostenlos. Und ihr könnt was Leckeres essen, was Leckeres trinken. Ganz, ganz toller Spot. Also den Time Out Food Market solltet ihr auf jeden Fall auf eure Liste nehmen. Ein Doppelpack landet jetzt bei mir auf Platz 7 und 8. Wieso ein Doppelpack? Ihr kommt mit dem einen zum anderen. Wovon rede ich? Brooklyn Crab. Ich liebe Brooklyn Crab. Das ist ein Seafood-Laden, super entspannt, eher so Südstaaten-Feeling ist das, in Red Hook, Brooklyn. Red Hook, Brooklyn wird euch vielleicht bekannt sein, weil dort Ikea ist und Hometown Barbecue und sonst noch gar nicht allzu viel. Also das ist noch ein Stadtteil, der gerade im Entstehen ist und es ist ein wunderschöner, normaler, unkomplizierter Stadtteil. Deswegen schaut euch das unbedingt an. Wenn ihr dort seid, geht unbedingt zu Brooklyn Crab. Wir lieben diesen Spot. Und als wir jetzt im Sommer da gewesen sind, haben die kompletten Fenster weggezogen. Und wir den Sonnenuntergang sehen über dem Hafen von New York. Also grandios, einfach nur grandios. Völlig unkomplizierter, schöner, kleiner Spot. Und wenn er sagt, okay, ich mag Seafood gar nicht, auch nicht schlimm. Direkt ein Haus daneben findet ihr mit Hometown Barbecue unseren absoluten Lieblings-Barbecue-Spot. Zu Brooklyn Crab kommt ihr mit der Ferry. Und zwar könnt ihr da die Ikea Ferry nehmen und das ist tatsächlich auch eines meiner Highlights des Jahres 2019, weil wenn ihr am Wochenende hinfahrt, ist es kostenlos, ihr bezahlt dann gar nichts für die Ikea Ferry und es ist ein entspannter Weg, nach Brooklyn zu kommen und eine kostenlose Bootstour sozusagen. Und das Schöne daran ist, ihr fahrt am Brooklyn Terminal vorbei und oder und, je nachdem, wo sie langfahren. Manchmal fahren sie links, manchmal fahren sie rechts an Governors Island vorbei. Ihr seht doch Governors Island. Auf Platz 9 ist, glaube ich, so ein Evergreen. Ich liebe diesen Spot und deswegen musste der in meinen Top 10 für 2019 mit dabei sein. Das ist das Grand Banks. Ich liebe das Grand Banks. Das Grand Banks ist ein festgemachter Zweimaster, aber bewegt sich in den Wellen ganz leicht. Ihr könnt bis zur Freiheitsstatue runterschauen, was Leckeres trinken, was Kleines essen und ihr seid super nah am One World Observatory. Das seht ihr halt auch, wenn ihr dann sozusagen auf dem Schiff sitzt, euch die Sonne ins Gesicht scheinen lasst, guckt ihr aufs One World Observatory in einer total entspannten Umgebung. Also das Grand Banks sollte auf jeden Fall bei euch mit auf der Liste sein. Und auf Platz 10 meiner Top 10, last but not least muss ich dazu sagen, ist für mich dieses Jahr das One World Observatory. Warum ist das One World Observatory mit dabei? Ich liebe ja New York für die vielen Sichten, die man haben kann oder Blickachsen, wenn man irgendwo höher ist. Bei den Aussichtsplattformen, da haben wir ein Video gemacht, eins der beliebtesten Videos des Jahres. Welche Aussichtsplattform ist die beste, habe ich dann gefragt. Ich habe da auch meine Favoriten und jetzt muss ich sagen, als ich jetzt überlegt habe, was ist so über alle 4 Besuche dieses Jahr mein Highlight gewesen, ist One World Observatory. Warum? Wir haben von dort oben unser erstes YouTube-Live-Video gemacht, wo insgesamt über 2000 von euch zugeschaut haben. Deswegen da nochmal Daumen hoch. Danke dafür, dass das so viele sich das angesehen haben. Ganz, ganz toll. Das wird es in 2020 viel, viel öfter geben. Ich war mit meinem Vaterherz dort gewesen. Ich bin mit Tino, meinem besten Kumpel, super regelmäßig da. Übrigens werden wir bald ein Video machen. Wir sagen, wer ist eigentlich Tino?
der auch mit mir 20 Mal in New York war und man hört kaum und sieht kaum was von ihm. Das werden wir ändern. Und ja, weil wir zum Sonnenuntergang von dort oben einfach einen der schönsten Blick auf die Stadt überhaupt haben. Das heißt, One World Observatory sollte für euch auf jeden Fall mit dabei sein. Wie gesagt, versucht zum Sonnenuntergang dort zu sein, wenn das Wetter toll ist. Habt ihr auch einen fantastischen Blick auf den Hafen der Stadt. Das waren meine 10 absoluten Highlights des Jahres 2019, die mich richtig, richtig begeistert haben und die ich auf jeden Fall nächstes Jahr gleich wieder besuchen werde. Im Januar geht's los, ich freue mich. Dann steht Besuch Nummer 21 auf dem Programm. Reiseplan steht noch nicht ganz fest. Ich werde euch auf jeden Fall darüber informieren, was los ist. Ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Start ins Jahr 2020. Wenn du dir das Video schon im Jahr 2020 anschaust oder 2021, ich wünsche dir so oder so ein fantastisches Jahr. Genieß es, hab richtig tolle Eindrücke, wenn du in New York bist. Und ja, wie immer sage ich danke fürs Ansehen vom Video. Wenn es dir gefallen hat, kommentiere gerne, schreib mir, welche Spots haben dir besonders gut gefallen, was sollte ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen, wo du sagst, das war dein persönliches Highlight. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du unserem Kanal folgst, falls du es nicht schon tust. Wie gesagt, habt eine fantastische Zeit, genießt es und ja, habt ein gutes Jahr 2020. Bis dann, tschüss, euer Steffen von Loving New York.